und letzte Rednerin zu diesen Rechnungshofberichten, Nina Tomaselli von den Grünen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie haben es jetzt ja schon öfters gehört, wir sprechen heute über die Prüfung der Revision des gemeinnützigen Wohnbaus und unabhängig von diesem Bericht möchte ich die Möglichkeit nutzen und es zum Anlass nehmen, zu sagen, wie froh wir doch sein können, dass wir in Österreich im internationalen Vergleich so einen starken gemeinnützigen Wohnbau haben. Egal ob Krise oder Hochkonjunktur, nichts ist wohnbaupolitisch so ein verlässlicher Partner in Sachen leistbaren Wohnbau wie der gemeinnützige Wohnbau. Der gemeinnützige Wohnbau, und ich habe es jetzt angesprochen, ist einerseits wichtig für die Versorgung von leistbarem Wohnraum und andererseits muss er auch verlässlich sein. Und wie kann er verlässlich sein? Indem er transparent agiert und indem er objektiv agiert. Und diese Transparenz und Objektivität, da hapert es vor allem bei der Wohnungsvergabe. Und das sagt dieser Bericht auch. Und ich darf sagen, wir Grüne, wir teilen die Kritik des Rechnungshofes und sagen, ja, da ist noch einiges an Nachholbedarf. Weil es geht nicht, dass einzelne Wohnbauträger sich über die eigentlichen Ziele des gemeinnützigen Wohnbaus einfach hinwegsetzen. Das ist einerseits die Erreichung des sozialpolitischen Ziels des sozialen Zusammenhalts und zweitens die Bereitstellung von Wohnungen für diejenigen, die sie besonders brauchen. Und was wir aber hier im Bericht lesen, ist, dass tatsächlicherweise Wohnungen in sehr, sehr fragwürdiger Weise weitergegeben werden an Verwandte zum Beispiel. Und es kann nicht sein, und so schaut es eben aus, dass es sich die einen richten, während Zehntausende andere auf eine günstige Wohnung warten. Und um das zu verändern, reicht es natürlich nicht, dass man einfach nur einen Appell setzt in Richtung der gemeinnützigen Wohnbauträger und sagen, bitte macht es besser. Und es reicht natürlich auch nicht, dass man bessere Kontrollmechanismen installiert. Im Grunde genommen ist es eine politische Aufgabe, dort für Ordnung zu sorgen. Und ich darf mein Heimatbundesland Vorarlberg in dieser Sache als Beispiel bemühen. In Vorarlberg haben wir seit 2014 landeseinheitliche, transparente und objektive Wohnungsvergaberichtlinien. Im ganzen Land gelten dieselben Wohnungsvergaberichtlinien. Die Wohnungsvergabe erfolgt nach objektiven Kriterien. Jetzt will ich überhaupt nicht sagen, dass dort alles perfekt ist. Aber diese Grundlage, und die Grundlage ist ein Punktesystem, das überall in Vorarlberg für alle gleich ist, im Übrigen auch für alle Bevölkerungsgruppen gleich sind, für Österreicherinnen und Österreicher, für Eingesessene oder für neu angekommene Menschen, die, das kann ich, das traue ich mich sagen, das System ist so gut und es funktioniert immer besser, dass man es durchaus in anderen Bundesländern als Vorbild bemühen kann. Dankeschön.